Hallo, ich war einkaufen und habe einen super, super bunt gemischten Haul für euch. Ich habe, glaube ich, noch nie einen so bunten Haul gemacht als jetzt. Nicht bunt von den Farben her, sondern einfach bunt, weil es wirklich aus jeder Kategorie etwas ist. Ich habe Kleidung gekauft, also Pullis, dann habe ich Bücher gekauft und ich habe Kosmetik gekauft. Und ich fange einfach mit den beiden Pullis an. Ich habe beide im Sale gekauft. Das eine ist hier so ein weißer. Ich glaube, ich muss mal ein wenig zurückgehen in der Kamera, damit ihr das sehen könnt. Also es ist einfach so ein weiterer cremefarbener, richtig weiß ist er nicht, Pulli, der recht schlicht ist und der sieht so in der Kamera gerade ziemlich langweilig aus. Aber wenn man den anhat, ist der hier einfach so ein bisschen weiter, dann kann man den so ein bisschen über die Schulter ziehen und sieht total süß aus. Den habe ich bei New Yorker gekauft. Wie ihr seht, hier ist schon das Schild rausgeschnitten. Ich habe den einmal schon angehabt und ich schneide immer dieses Schild raus, weil es kratzt mich total im Nacken. Jedenfalls New Yorker und der hat so 9,90 € oder 10 € gekostet im Sale. Und dann habe ich von Tally Vale diesen dunkelblauen Pulli gekauft. Der hat noch alles dran hier, auch dieses komische Band und alles. Der hat ursprünglich 19,95 € gekostet und ich habe ihn für 6,99 € gekauft. Und der hat einen runden Ausschnitt und glitzert hier vorne so ein bisschen. Also hier am Ausschnitt ist Glitzer. Hier unten sind auch so Glitzerfäden eingewebt und an den Ärmeln dasselbe. Und hier auf der Rückseite der Ärmel, das finde ich total niedlich, ist so eine, sind so eine, wie nennt man das, so eine Patches, aber die sind auch nur gestickt. Also die sind nicht mit einem extra Stoff draufgenäht, sondern einfach nur so eingestickt. Und ja. Das waren also die beiden Pullis. Dann mache ich weiter mit Büchern. Bücher sind wirklich einige in letzter Zeit zusammengekommen. Ich habe zum einen The Passage gekauft von Justin Cronin. Da ist gerade der zweite Band auf der deutschen Bestsellerliste. Ist entweder noch oder ist gewesen, als ich es gekauft habe. Und ich habe mir gedacht, muss ich mir einfach mal reinziehen. Ich liebe ja Trilogien, wie ihr wisst. Und ja, das ist auch eine Trilogie, also zumindest ist der zweite Band draußen. Ich hoffe, dass es dann noch einen dritten gibt. Ich fange jetzt an mit dem ersten Band und werde dann hoffentlich weiterlesen, weil ich hoffe, dass es gut ist und mich fesselt. Dann habe ich mir ein Bloggerbuch gekauft bei Urban Outfitters und das war auch im Sale. Das hat ursprünglich 15 € gekostet, war runtergesetzt auf 9. Ich blogge ja in letzter Zeit wieder richtig viel. Also so richtig, richtig viel für meine Verhältnisse, richtig viel, so weiß ich nicht, 4, 5 Tage die Woche. Und das hier ist ein Buch über gutes Bloggen, wie man bloggt, wie man das anstellt, wie man es interessant gestaltet, wie man damit weiterkommt, bla 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 bla. Und ich habe schon wieder, habe immer ein Katzenhaar irgendwo im Mund. Und ja, liest sich total nett, ist von einer Bloggerin geschrieben. Ich habe schon ein bisschen hier angefangen zu lesen und bisher finde ich super spannend. Dann habe ich diese beiden hier gekauft. Das ist der zweite und der dritte Band von der Chemical Garden Trilogie. Ich werde euch zum ersten Band bestimmt noch eine Buchreview machen, deswegen erzähle ich jetzt gar nicht so viel darüber. Auf jeden Fall ist es auch wieder super, super spannend und der erste Band davon hat mich so gefesselt und ja, ich habe mich dann total gefreut, als dann die anderen beiden rausgekommen sind und bin jetzt gerade am zweiten Band beim Lesen. Das heißt Fever und ja, diese beiden lese ich also sozusagen parallel gerade. Dann habe ich mir das hier gekauft. Das ist eine, also nennt sich die Encyclopedia of Sandwiches. Also da sind sämtliche Sandwiches drin, die es irgendwie so auf der Welt gibt, mit Rezept und was nicht alles. Und die habe ich mir deswegen gekauft, weil da so ein Buy One, Get One Free Dingens da bei Urban Outfitters war. Und ja. Da habe ich gedacht, nehme ich das mit, hat auch ursprünglich 16 € gekostet. Ich habe, also es war runtergesetzt auf 9. Ich habe dann gar nichts dafür bezahlt, weil ich es eben zu einem anderen Buch dazu bekommen habe und dachte, es kann nicht schaden, sich auch mal anzugucken, wie man Sandwiches macht. Ich habe ja sonst einige Kochbücher und koche auch total gerne, aber Sandwiches belegen ist so ein, finde ich, ist so ein kreatives Ding, ja? Also ich, mir gehen da manchmal die Ideen aus. Und da dachte ich, da ist dieses Buch genau das Richtige für mich. Dann habe ich mir das hier gekauft. Also das ist im Prinzip das, wo ich dann dieses hier dazu bekommen habe. Das heißt Famous Frogs und ist ein Buch über
Kleider, über bekannte Kleider, wie zum Beispiel das Kleid von Audrey Hepburn aus Frühstück bei Tiffany's oder auch das Kleid von Twiggy oder so. Da, die hatte ja immer so ein Kleid, so A-linienförmig, was für sie total typisch war. Und zum Beispiel auch hier hinten dieses Kleid von Marilyn Monroe, mit dem sie über dem U-Bahn-Schacht stand und der Rock hochgeflogen ist. Und diese Kleider werden hier beschrieben und was für mich so cool ist, da sind die Schnittmuster mit drin. Also das ist für Leute, die tatsächlich dann auch mal nähen wollen, ist hier vorne sind diese ganzen Schnittmuster drin und hier in dem Buch, ja, ist dann halt eine Anleitung und es wird ein bisschen was über die Kleider erzählt. Das waren also die Bücher, die ich gekauft habe. Und zu guter Letzt habe ich dann noch Kosmetik eingekauft. Ich habe mir eine neue Mascara zugelegt. Das ist die Falsche Wimpern Volume Express Mascara von Maybelline. Ich habe so viel Gutes über die gehört und wollte die unbedingt mal ausprobieren, obwohl ich mit Mascara ja immer sehr eigen war. Also ich habe ja ganz lange Zeit immer nur die 2000 Calorie Mascara von Max Factor getragen und war mit der auch total zufrieden und habe dann immer gesagt, ja, ich brauche keine andere. Dann hatte ich im letzten Monat eine von Catrice ausprobiert und dachte dann irgendwie, ach komm, probiere ich sie mal aus. Sie hat mich so angelacht, habe ich sie mitgenommen und ja. Bin ich sehr gespannt drauf, also habe ich noch nicht im Test gehabt. Und dann war ich noch LE shoppen bei Essence. Und zwar habe ich in der Oz The Great and Powerful LE ein bisschen was geshoppt. Und zwar 2 Lidschatten und dazu passende Nagellacke. Mir ist an der Kasse erst aufgefallen, dass ich genau dieselben Farben gegriffen habe bei den Lidschatten und bei den Nagellacken. Da hat mich die Verkäuferin darauf aufmerksam gemacht und meinte so, oh, wie schön, tragen Sie Ihren Lidschatten passend zu den Nagellacken. Dann habe ich gesagt, so was? Und habe mir das angeguckt und dachte, oh ja, habe ich tatsächlich passend ausgewählt. Also ich habe einmal hier so einen Meerjungfrauen-grün-türkis-Ton. Das ist die 01 Goodness. Dann habe ich einen Korallton 03 Generosity. Das spiegelt. Ich mache es mal auf, dann könnt ihr es besser sehen. Das spiegelt immer noch. So, ich hoffe, ihr könnt es so erkennen. Und dann habe ich hier auch wieder in diesem Meergrün oder Meerjungfrauengrün die 01 Master of Illusion. Das ist so ein Crackling Topcoat. Und dann in diesem Korallton auch noch ein Crackling Topcoat. Das ist die 04 Winged Wonder. Und ich habe alle 4 auch schon ausprobiert und habe darüber gebloggt. Wenn euch das näher interessiert, dann verlinke ich euch das unten in der Infobox. Und ja, ansonsten war es das für heute. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.